So, weiter geht's mit Monster Hunter World Iceborne. So, wir müssen zurück nach Celiana. Ich glaube, das ging hier rüber zu einer Expedition aufbrechen. Und dann schauen wir gerade mal, was denn hier abgeht. Zum Marktplatz, glaube ich. Die Ladezeiten sind einfach so unmenschlich lang. Willkommen zurück. Hast gute Arbeit im Osten geleistet. Deine Wildexpertin hat mich mit Hilfe der Glücksschnäbel auf dem Laufenden gehalten. Klingt, als wären sie bei der Untersuchung des Schiffwracks auf einen Barrier gestoßen. Komm, ich lese dir ihren Bericht vor. Wow, hat sie eine schöne Schrift. Ich habe der Fährtenleserin der ersten Flotte das Wrack und die Umgebung untersucht, mit der Fährtenleserin. Untersuchung wurde durch Barrier gestört. Mache entsprechend der Vorschriften Meldung. Wir verstecken uns, bis sich die Lage beruhigt hat. Unsere Rückkehr wird sich verzögern, aber wir haben alles unter Kontrolle. Sie sind bestimmt in Ordnung, oder? Natürlich sind sie das, aber gehen wir lieber auf Nummer sicher. Ich möchte, dass du dich um diesen Barrier kümmerst. Ihr Lager wird ihnen nämlich nur sehr begrenzt Schutz bieten. Man kann nicht ewig in der Kälte ausharren. Hol sie zurück, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Okay, oh, ich mag das Fell auf dem Boden. Das sieht hübsch aus. Wir beeilen uns besser. Okay, wenn das so ist, dann glaube ich dir mal. Was geht dir denn ab? Meine Güte, die Basis wächst, Miau. Und je mehr Leute hier sind, desto mehr Zutaten brauchen ja wir für unsere neuen Gerichte. Wenn du mir mit meiner Quest Fange den Baumdrescher zur Pforte gehst, werden wir satt und können ja beruhigt schlafen, ja. Und ziehen nicht auf nüchternen ja Magen los, miau. Sonst hau ich dir mit dieser Kelle eins über den Schädel, ja. Auch wenn du einen Helm trägst. Okay, dann essen wir doch kurz mal was. Das Fischgericht geht gerade ziemlich ab. Mit ganz viel Verteidigung. Aber hier geht einfach auch der Elementwiderstand nach oben. Das ist doch ein Deal, den ich so nicht ausschlagen kann. Daher, Mutti, mach uns doch mal ein bisschen Futter. Sehr gut. Dann, Mädchen. Nee, warte. Kurz mal den ganzen Bums hier fertig gemacht. So. Sehr schön. Los geht's. Oh nein. Schlechte Nachricht. Die Wetterberichte für die Rauhreifweite erwarten einen heftigen Schneesturm. Das macht es schwieriger, die beiden sicher zurückzubringen, zumal ja auch noch dieser Barrier wäre. Ein in der Tundra beheimateter Flugwyvern. Er vereint die aggressive Beweglichkeit eines Vierbeiners mit der Flugfähigkeit eines Wyvern. Ich habe eine neue Blitzquest erstellt. Blizzard Blitzaktion. Sobald du sie angenommen hast, können wir die Rauhreifweite aufbrechen. Okay, dann machen wir das doch direkt. Aufgaben. Die Blizzard-Blitz-Aktion. Uff, los geht's. Ich bin bereit. Wir haben gegessen. Wir haben unsere Items aufgefüllt. Ich glaube, alles ist gut. Ich glaube, wir können loslegen. Auf we go! Wir beginnen die Rettungsaktion. Deine erste Aufgabe ist es, die Bariot-Bedrohung zu eliminieren. Ich sorge dafür, dass die Spähkäfer den Fußabdrücken folgen. Das finde ich sehr zuvorkommend von dir, dass du das tust. So, warte, das nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir in Richtung dieser ganzen Geschichte. Glaubst du, dass sie etwas über das Schiffswrack und dieses Fragment in Erfahrung gebracht haben? Ich kann es kaum erwarten, alles darüber zu hören. Beeilen wir uns. Wir müssen ihre Sicherheit bestätigen. Ich sehe gerade, die PS5-Ladezeiten werden das Spiel so angenehm machen. Ich hoffe auch. Auf dem PC sind die Ladezeiten halt einfach echt richtig fix. Also da sitzt du keine 10 Sekunden im Ladebildschirm, dann ist einfach die Map geladen und hier bist du halt echt so 45 Sekunden am Warten. Ich nehme die ganze Zeit das Heißgetränk auf und vergesse immer wieder es zu trinken. Es ist unfassbar.
Jemand möge mir mit einer Kelle auf den Kopf schlagen, jedes Mal, wenn ich es vergesse. Die sind in der Nähe, was natürlich bedeutet... Sichere das Gebiet, um eine gefahrlose Extraktion zu ermöglichen. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Fies. Warte. So. Dann können so ein paar Leute noch mitmachen. Sand, help! Wäre orange irgendwie. Das würde ich echt feiern. Ah, krieg ich das einfach nur von deinen Beinchen? Ah, okay. Autsch. So, dann wollen wir mal. Zeit, ein bisschen über die Map zu fliegen, würde ich sagen. Ich bin gestorben? Okay, doch nicht. Holy shit. Was geht mit ihm ab, Alter? What? Okay, 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 okay. Damit hat keiner gerechnet. Okay, ich glaube, das läuft mit dieser Rüstung schon wesentlich besser als vorher. Ich habe das Gefühl, wir haben eine Chance. Das könnte reell funktionieren. Hui. Ups, das fand er, glaube ich, nicht so toll. Ist mir aber egal. Oh, verdammt. Thank you.
glaube, so für das nächste Monster würde ich tatsächlich mal von der Glefe wegwechseln und auch mal zum Langschwert wieder gehen. Weil das Langschwert hat auch ein paar richtig, richtig coole Sachen, welche alle glücklich machen. Uiuiui. Autsch. Das war ein Versuch wert. So, gebe mir Orange, bitte. Au. Komm. Sehr gut. Halt nur noch Stuff explodieren, Mann. Ah, sehr gut. Man muss einfach wissen, wann man mal eine Pause nehmen kann, finde ich. Und ich fand, das war gerade ein sehr guter Moment, um mal kurz Pause zu machen. Was ich übrigens sehr mag, ist, dass Items jetzt einen krasseren Glitzereffekt haben. Man halt sieht, dass da was auf dem Boden liegt. Das macht vieles einfacher. So, den habe ich vergessen zu schmeißen.
Ah, verdammt. Bin zu weit. Sehr schön. Ein Schwanz weniger. Ich habe das Gefühl, das könnte tatsächlich was werden. So krass, wie wir ihm gerade Schaden geben. Wäre es sehr überraschend, wenn wir das, glaube ich, jetzt nicht hinkriegen. Aber ich nehme mir gerade mal die... Man muss jetzt mal eine Pause machen muss. Ich finde, gerade schreit es geradezu nach einer Pause. So, ich werde auch nochmal die Waffe schleifen, gerade ein bisschen aufpowern. Vielleicht ein bisschen was snacken zwischendurch. Uff. Eieieiei. Ja, das war's dann soweit von mir. Hi. Nice, dass ich hier unten bin. Ja, das macht, glaube ich, echt keinen Sinn, dass ich hier unten rumlunger irgendwo. Ich glaube, da muss ich schon eher nach hier und dann... Jetzt hat er mich einfach mal mega gemobbt. Kann ich ihn mitnehmen? So als kleines Geschenk oder so? So willkommen, Willkommensding? Sehr cool. Es nervt es mich, dass ich halt den Lebensrettermantel ausgerüstet habe und einfach in die fucking... ins fucking Nevala geflogen bin, Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Danke Link Legend für 14 Monate Sub. Super freundlich von dir. Oh Gott, komm schon. Oh mein Gott, komm schon. Oh, sehr gut. Hot damn, Brudi. Er hat's eilig. Oh Gott, können wir ihn einfach einfangen und uns einfach mega viel Stress ersparen?
Ich schmeiß auch eine Falle. So, das ist nicht das Problem. Legt er sich jetzt hin? Noch ist er nicht gefangen. Okay, doch. Okay, dann ist er doch schon gefangen. Ich habe nichts gesagt, aber wir haben es geschafft. Endlich. Holy shit. Es hat so lange gedauert. Oh mein Gott. Ich musste eine komplette Rüstung dafür erst machen. Womit keiner gerechnet hat. Aber es hat funktioniert. Das fühlt sich sehr schön an gerade. 1,5 Stunden Arbeit. Belohnt. Okay, Kallio, ich habe nicht gesehen, dass du eine Falle gelegt hast. Ups, I guess. Bei unserer Suche haben wir einen Bariot in der Nähe bemerkt und uns versteckt. Danach konnten wir uns hier richtig gut umsehen. Zunächst mal, das Schiff war von Kerben eines Angriffs übersät. Ein Bariot kann so etwas nicht anrichten. Da muss etwas weitaus gefährlicheres... Space Robo Fox, danke für 6 Monate Treue. Fanden wir das. Sieht neu aus. Was das gemacht hat, ist nicht weit. Und du? Was rausgefunden? Hey, Retroben. Gefrorene Monster. Bariot sind dafür nicht bekannt. Das bedeutet... Gesang? Gott, ich hasse Rumble, Alter. Was passiert hier? Stammt das von dem? Angriff. Nein, es fliegt nach Astera. Wirklich? Alle dachten, er sei nur ein Mythos. Aber da ist er. Ein Velkaner. Was jetzt? Glaube an dich, Mondbäckchen. Du näherst dich der Wahrheit. Aber... Du wirst seine Hilfe brauchen. Dieser Drachenälteste wird ein Problem sein. Wir sehen uns bald. Was auch passiert, bitte sei vorsichtig. Gehen wir, Partner. Danke für das kurzfristige Erscheinen. Aus den Hinterlanden gibt es alarmierende Neuigkeiten. Ich lasse daher nun die 5. Bericht erstatten. Vielen Dank. Die Sache ist, wir haben Monster in der Raureifweite entdeckt, die komplett gefroren waren. Und wir haben den Missetäter endlich identifiziert. Einen Drachenältesten, wie es scheint. Dieser Drachenälteste wurde zuletzt über der offenen See gesehen, als er etwa in die Richtung flog, wo wir jetzt sind. Er ist wahrscheinlich schon hier, in der neuen Welt. So, jetzt wissen alle Bescheid. Es ist wohl das Beste, dass wir Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Verstehe. Dank der peniblen Beobachtungen unserer getreuen Fährtenleserin haben wir wohl das Monster in unseren Aufzeichnungen identifiziert. Es handelt sich um einen Drachenältesten namens Velkaner, dem eisgeborenen Wyvern. Nur sehr wenige Sichtungen wurden offiziell aufgezeichnet.
Aber die waren alle von Bergsteigern und Entdeckern, die sich tief in die kahlsten und kältesten Extreme der Welt gewagt haben. Laut der Aufzeichnungen kann er Kreaturen mit bloßem Atem oder einem Flügelschlag einfrieren. Wir haben stets angenommen, diese Berichte seien übertrieben. Wenn ein derart mächtiger Drachenältester erwacht ist, dann ist das ein starker Hinweis für eine drastische Änderung in der Umwelt. Ich stimme zu, Kommandant. Wenn ich nicht falsch liege, können wir die Legianerwanderung als klarstes Zeichen dieser Änderung betrachten. Du glaubst also, dass die Legianer uns zur Ursache von all dem geführt haben? Ja, das ist plausibel. Aber zuerst müssen wir dieses Ding finden. Das Feldteam soll sich aufteilen und jede Region nach ungewöhnlichen Zeichen absuchen. Jawohl! Wir teilen unsere Ressourcen auf und führen eine sorgfältige Untersuchung durch. Kümmert euch dabei auch um Bedrohungen von allen unbekannten Monstern, die ihr womöglich da draußen findet. Und schließlich Versorgung. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Sieh zu, dass du so viele Notrationen wie möglich sicherst. Das ist alles. Wegtreten! Falls der Vulkaner in der neuen Welt ist, sind das wichtige Neuigkeiten. Und nicht von der guten Sorte. Es ist an uns, Veränderungen im uralten Wald zu finden. Brechen wir zu einer Expedition auf und schauen uns um. Aber gut, bevor wir da aufbrechen, würde ich hier leider den Strich drunter ziehen, weil das ganze Grinding jetzt einfach so lange gedauert hat, dass ich keine Zeit mehr habe. Daher danke ich euch fürs Zuschauen und ich mache mich vom Acker. Gute Nacht!